Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute ein sehr, sehr interessantes Video. Ich habe auf Amazon ein Köpfchen gefunden, das 58 Cent ohne Versandkosten kostet. Leute, 58 Cent, so come on. Ein Funnel für 58 Cent, ich muss den einfach testen. Egal wie scheiße der ist, er kann fast nicht 58 Cent wert sein. Also, keine Ahnung, ich muss den testen. Ich habe ihn hier, wir packen ihn aus und ihr seht ihn aber eigentlich schon hier, aber ist ja egal. Also wir packen den aus und ich zeige euch den Kopfbau und dann gucken wir mal, ob ein 58 Cent Kopf von Amazon taugen kann und ob man damit rauchen kann. Okay Leute, hier ist das Paket. Ihr seht es vor mir, schön klein und kompakt und für dieses ganze Paket habe ich 58 Cent bezahlt. Ich kann euch gerne nochmal die Amazon-Seite einblenden. Wir versuchen das mal hier aufzukriegen mit unserer Unboxing-Zange. Mal gucken. Ja, okay, das kriegt man schon auf. Gut ausgestopft auf jeden Fall. Wir haben zwei Sachen hier im Paket. Okay, da ist irgendein Drink. Also hier haben wir noch irgendein Getränk drin, aber holy shit, ist das gut eingepackt. Was haben wir denn hier noch zu trinken mit dazu bekommen zu unserem Köpfchen? Wir haben, oh geil, Red Bull Winter Edition Gletschereis-Himbeere, wild. Und wir haben sogar Secret Can, abziehen und gewinnen. Okay Leute, ich verlose jetzt diesen Code an euch. Ihr könnt das Video jetzt pausieren und dann diesen Code scannen. Und der Erste, der scannt, der hat gewonnen. Also hier, viel Spaß, wer auch immer als Erstes am Start ist und diesen Code gescannt hat. Viel Spaß mit eurem potenziellen Gewinn. Ich hoffe, es hat funktioniert und viel Spaß damit. Mal gucken, ob irgendjemand was gewonnen hat. Okay, aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein Red Bull dazu bekommen. Das finde ich ganz nice. Das ist auf jeden Fall ein sehr günstiges Red Bull dann. Und jetzt gucken wir uns mal hier diesen Kopf an, wenn wir das irgendwie hier rauskriegen. Also ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich für 58 Cent einen Kopf gekauft habe, aber scheint wohl so zu sein. So, und da ist das Ding. Ey Leute, sogar mit Kopfdichtung, also falls man das Ding hier Kopfdichtung nennen darf, ganz, ganz wild. Verrückte Kopfdichtung auf jeden Fall, noch nie so ein Ding hier gesehen. Sieht sehr, sehr komisch aus, aber ja, ist dabei. Also man merkt natürlich schon, das Teil wiegt absolut nichts, ne? Also wirklich nichts. Ganz ehrlich, für 58 Cent, da kann man noch nicht so viel erwarten. Und dafür bin ich sogar fast noch positiv überrascht. Also natürlich ist fast kein Material dran und so. Er wiegt wahrscheinlich 3 Gramm. Ich würde sagen, ich hole auch einfach nochmal die Waage und dann wiegen wir den Kopf nochmal. Man sieht auch, dass er extremst dünn ist. Also wirklich extremst dünn. Aber ja, wie gesagt, für 58 Cent, ne, was will man da großartig falsch machen? Hier oben sind irgendwelche weißen Verfärbungen an den Rändern. Na, da. Irgendwelche weißen Verfärbungen. Aber wie gesagt, ne, für 58 Cent so, was willst du da sagen, ne? Ist ein Kopf. Ist ein Shisha-Kopf. So, ich würde sagen, ich hole die Waage, dann wiegen wir den und dann bauen wir den auch direkt. Hier, Leute, ich habe gerade mit der Regie gesprochen, ne? Und der Regie ist was aufgefallen. Auf diesem Red Bull ist auch noch Pfand. Ich habe 58 Cent für den Kopf, für das Red Bull und die Kopfdichtung bezahlt und ich kriege noch 25 Cent zurück. Das heißt, eigentlich habe ich 33 Cent für diesen Kopf bezahlt. Das wird immer wilder, das wird immer wilder, kann ja keiner erzählen. So, 0 Gramm, die Waage, ne, ist gestellt. Mal gucken, ohne Kopfdichtung natürlich wiegt man so einen Kopf. Und ohne Kopfdichtung wiegt der Kopf 112 Gramm. Das ist tatsächlich mehr, als ich jetzt erwartet hätte. Also ich hätte sogar gedacht, der wiegt unter 100 Gramm, so vom Gefühl in der Hand, weil der halt echt nichts wiegt. Aber 112 Gramm. Okay, jetzt 113. Ich würde sagen, wir bauen den mal. Und für das Bauen von diesem Kopf sollten wir uns erstmal ein paar Sachen angucken. Und zwar folgendes. Ich habe hier ein Lotus 1, aber wenn man innen auf die Rillen guckt,
das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Es könnte gerade so funktionieren. Ich weiß nicht, ob wir es erstmal mit dem Lotus probieren sollen oder einfach direkt mit Alu rauchen. Ich glaube, direkt mit Alu wäre wahrscheinlich schlauer. Ja, komm, wir machen es direkt mit Alu. Ich glaube nicht, dass das mit HMD geht, weil das Wichtige beim HMD ist ja, diese Löcher hier, die müssen über dem Depot liegen. Und bei dem Kopf liegen diese Rillen einfach genau hier auf dem Rand. Das heißt, es könnte vielleicht sein, dass es gerade so noch reinzieht, die Luft, aber... Ach komm, scheiß drauf, wir bauen mit HMD. Wenn es nicht klappt, müssen wir halt nochmal bauen. Wir schnappen uns einen Tabak, rühren den ordentlich um und dann, vielleicht sollte ich den erst ausspülen, oder? 58 Cent Kopf sollte man wahrscheinlich ausspülen. Wer weiß, was da drin hängt. Okay, ich spüle noch kurz den Kopf ab. Also einmal Wasser drüber, dann abtrocknen, dann fertig. Dann sind wir wieder am Start. So, ich hole euch mal näher ran für den Kopfbau. So, wir schnappen uns einfach ein bisschen Tabak auf die Gabel und streichen den dann hier so rein. Ist natürlich kein großes Depot, aber für einen tabaksparenden Funnel sollte das ja dann recht interessant sein tatsächlich. Also ich schmeiß da erstmal so locker fluffig Tabak hin und dann verteilen wir das Ganze gleich nochmal ein bisschen mehr. So, das sollte schon halbwegs reichen. Dann einfach noch ein bisschen verteilen, gucken, dass nichts zu krass auf dem Rand hier liegt. Das Funnelloch sitzt auf jeden Fall schön niedrig, ne? Also hier diese Stelle im Vergleich zu der Höhe von diesen Stellen hier ist auf jeden Fall da schön niedrig. Was bedeutet, dass wenn ihr das mit Alufolie raucht, ihr auf jeden Fall nicht easy die Alufolie am Funnelloch anziehen könntet, was tatsächlich ziemlich nice ist. Also das ist bei manch teuren Köpfen ist das schlechter gelöst als bei dem hier. Ich weiß jetzt die ganze Zeit nicht, soll ich jetzt sagen, dass er mich 33 Cent gekostet hat wegen dem Pfand auf der Red Bull Dose? Aber eigentlich habe ich ja 58 Cent bezahlt, aber ich kriege auch 25 wieder, also ich weiß nicht. Sucht es euch aus, Leute. Okay, so auf jeden Fall gehen wir hier ganz knapp unter den Rand gebaut, locker fluffig, einmal rundrum. Gucken, dass alles möglichst gleichmäßig ist. Also Noppen sollten auf jeden Fall jetzt ordentlich Kontakt haben. Und ich würde sagen, so lassen wir das Ganze mal. So ist das Ganze gebaut. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wir wiegen das Ganze auf jeden Fall nochmal. So, da seht ihr, der kann sich nicht ganz entscheiden, ob 125 oder 126 Gramm. Manchmal hilft das tatsächlich. Ja, okay, sagen wir einfach 126 Gramm wiegt das Ganze. Das heißt, wir haben 13 Gramm Tabak drin, was auf jeden Fall sehr schön tabaksparend ist. So, ich hau Kohle an, Leute. Ich hau Kohle an, pack den Lotus da drauf, schnapp mir eine Pfeife und dann sehen wir uns, wenn das Ding hier wieder an ist. Okay, Leute, Kohle ist ready. Wir packen einfach mal Kohle drauf. Aber erstmal ziehen wir einmal dran und gucken, ob der Durchzug passt. Wir haben Durchzug. Okay, okay, so weit, so gut. Das war schon mal die erste Krux. Das heißt, man kann es wohl irgendwie mit einem Lotus schaffen, diesen Kopf zu rauchen. So, gucken wir, ob wir direkt hier zwei Kohlen reinbekommen. Yes, kriegen wir. Und dann packen wir noch eine auf Kipp mit dazu. So, mal gucken, wie lange der Gerät braucht, um warm zu werden. Übrigens, kurz vorne weg. Also erstmal Red Bull. Gehört ja praktisch zum Kopf dazu. Schon mal sehr gute Geschmacksentfaltung. Leute, es ist so dumm eigentlich. Es ist so dumm eigentlich, aber ich bin so hyped auf diesen Kopf. Es ist irgendwie so weird, aber keine Ahnung. Ich will jetzt einfach wissen, wie der ist. So, die Smokebox muss ja eh ein bisschen warm werden. Also Durchzug ist tatsächlich okay. Rauchentwicklung ist noch nie so viel am Start, aber ich schätze mal, die Smokebox muss einfach warm werden. Ich habe jetzt nicht krank auf Overpack gebaut oder Vollkontakt gebaut, sondern eher so ein entspanntes Noppenkontakt-Setter, würde ich sagen. Deswegen warten wir einfach nochmal eine Minute, bis der Callout wirklich warm ist. Aber ey... 58 Cent für diesen Kopf. Und dann war bei mir noch eine Dose Red Bull dabei, die noch mit Pfand ist. Also habe ich nochmal 25 Cent, die ich zurückbekomme. Also eigentlich kostet mich dieser Kopf 33 Cent. Ich weiß natürlich nicht, ob bei jedem immer eine Dose Red Bull dabei ist. Bei einem Kumpel, der den auch bestellt, war auch eine Dose Red Bull dabei. I don't know, wie lange. Aber ey, das kannst du auch keinem erzählen. Du kannst eigentlich nicht mal eine Dose Red Bull für 58 Cent verkaufen. Da machst du sogar da Minus mit 25 Cent Pfand. Also zu wild, das ist eigentlich einfach geschenkt, so. Krass, what the fuck, was geht ab, Amazon? Schöner umgebauter Blow-Off von der Ocean KFS übrigens, Setup Ocean KFS mit dem Ocean Twisted Mundstück, Twisted Fusion Ocean Mundstück. Der Ginny-Kopf, obviously Lotus 1, der alte 1er von Callout. Und die Ordenzange hängt hier noch mit dran, aber können wir eigentlich auch mal hier hinlegen. Aber Leute, ey, so, keine Ahnung. Normal, also ich war mir nicht sicher, ob ich dieses Video machen will, aber dann dachte ich mir so, ey, Digga, Kopf für 58 Cent auf Amazon,
das ist einfach zu witzig. So, wenn ich auf YouTube unterwegs wäre und da wäre dieses Bild, so ein Thumbnail mit einem Kopf und da steht der 58 Cent Amazon-Kopf, Digga, ich hätte selbst drauf gedrückt. Ich hätte selbst drauf geklickt. So, ich hätte es mir auch angeguckt. Deswegen musste ich es einfach machen. Okay, Rauch kommt so langsam. Köpfchen ist langsam angeraucht. Aber Leute, zwischendrin sei noch mal kurz gesagt, wenn ihr die Videos hier feiert, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Das Ziel ist irgendwann hier hinter mir an der Wand, den silbernen Playbutton, den 100.000 Abo Award von YouTube hängen zu haben. Also würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Ist okay? Ist echt okay? Also wenn ich mir überlege, so, okay, es gibt nirgendwo Blakos und die kosten mittlerweile teilweise 30 Euro. Der kostet halt so ungefähr ein 50stel davon. Sogar weniger. Eher so ein 60stel oder so. Ey, ohne Scheiß, halt für ein 60stel des Preises ist es eigentlich gar nicht so scheiße. Ich meine, man wird den nicht ewig rauchen können. Es gehen nur 13 Gramm Tabak rein. Deswegen wird der halt nicht anderthalb Stunden laufen. Aber eine Stunde wirst du bestimmt angenehm mit dem rauchen können. Wahrscheinlich so nach 45 Minuten wird es langsam ein kleines bisschen abflachen, aber so bis zu einer Stunde, würde ich sagen, kannst du den bestimmt rauchen. Wunderbare Rauchentwicklung, was soll ich sagen? Geschmack wirkt ein kleines bisschen fad, aber das könnte auch sein, weil ich normal immer auf mehr Kontakt rauche. Also ich glaube, das war jetzt eher die Bauweise und dass es halt nicht so viel Tabak gerade ist, aber nicht der Kopf an sich. Und dadurch, dass die Schlitze vom Kalaut so weit außen liegen, das haben wir im Kopfbau gesehen, hast du eigentlich den Weg von der Luft komplett über den Tabak bis ins Funnelloch rein, was eigentlich optimal ist. So. Und Durchzug ist halt auch da. Also ohne Scheiß, für 58 Cent, so what the fuck, das ist echt ein guter Kopf. Ich komme nicht klar, Alter. Ein 58 Cent Kopf von Amazon mit 25 Cent Pfand, weil ein Red Bull dabei war. Das heißt, ich habe 33 Cent für das Ding bezahlt. 33 Cent. Ich habe nicht mal Versand bezahlt. Versteht ihr das? Ein Brief ist normal im Versand teurer. So, die billigste Briefmarke kostet 70 Cent. Und das kam in einem Paket. So, what the fuck, Junge? Warum verschenken die sowas? Also, ja. Ihr seht's, Leute, Rauchentwicklung ist gut, Geschmack ist okay. What the fuck? 33 Cent Kopf funktioniert? Ist okay. Also so viel auf jeden Fall zu meinem kleinen Test vor dem 33 Cent bzw. 58 Cent. Ich weiß nicht, ob bei ihm ein Red Bull dabei ist. 58 Cent Kopf von Amazon und so, what the fuck, er funktioniert. Also hätte ich die Wahl, wenn ich beides da hätte, so, ne, was will ich bauen? Ein Oblako oder den, ja, ich würde den Oblako nehmen oder eine Harmony Bowl oder ein Zeus oder viele andere wirklich gute Pfanne. Digga, wenn du nur einen Euro auf dem Konto hast, ist okay, so kann man machen. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ich war jetzt sehr, sehr verrückt, das Video, gerne noch einen Daumen nach oben auf das Video raushauen, damit ich weiß, dass euch sowas gefällt oder noch ein Abo da lassen, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.